Gut. Ey, guck mal, wir haben ein Hühnchen zu rufen, du, ne? Wir beide. Warte, warte, Ja. warte. Was denn? Jenge! Dodo ist Jenge, auch. mach uns mal groß. Guck mal, Jusko, ich Ja. finde dich ein Hühnchen. Warst du Wochenende in Köln? Ja, wie ein Mann. Mit Emanet. Mit Emanet. Wallahi. Sen, o Ursula beraber o diskoya mı girdin sen? Hangi Aa. hangisinin? Kimle? Aa. Bu çocuğuyla var ya bir tane. Diese zwei Stück. Nein. Hangi susuzu? Hani bir tane piç var ya. Ne Schick lasse doch mal mal. Universum. Wer ist da? Ja, ich Ja. schick dir gleich was. Schick doch mal ein Universum, diese Sag Bullen. Walla, du schickst mir was. Das sind obdachlosen Dinge. Sag Walla, Billa, schwör auf deine Mutter jetzt. Wallah billah, du wohnst ein obdachlosen Ding. Ich schwöre dir, du wohnst mal da, mal da, bei Freunden, mal bei Sarah Sarita, Oğlum sana ne wo ich bin? Sana ne wo wo dein ich Herz bin? begehrt, Yaşar. wo du Sana obdachlose ne Frau amına aufgenommen wirst, soktum? wo du aufgenommen wirst. Sana ne? Sana ne? Ich sag doch nicht, ich kläre nur die Digga, Leute auf, was du, spicy, er kommt einfach nicht auf meinen Kopf klar, das ist das Problem. Deswegen was. redet er. Ich nehme den gar nicht ernst. Bei Gott, ich nehme Digga, Gott sei Dank haben die den. Leute damals nicht Digga, gehört, du bist die Digga! gefährlichste Frau, Halt du die hast einen Fresse! 14 Minderjährigen versucht zu satt machen. Du bist die gefährlichste, du bist so, wo du bist. Du würdest in 5 Minuten Leute verkaufen. Deswegen bist du einsam und Junge! alleine. Deswegen Junge! wirst du Gott sei Dank Halt nie die Erfolg haben. Nie. Fresse! Nein, du liebst Geld, Kilo, Wallah. Ja, lieb ich auch. Wer liebt kein Geld, Digga? Ja. Ja, ich schick dir gleich was. Schick doch mal ein Universum, diese Sag Bullen. Walla, du schickst mir was! Oder? Ich habe jetzt gerade mit Kasi geredet. Du hast die bald da, wo die haben willst. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's auch gut und herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Ja, meine Freunde, Gülo und Casanova tragen nicht nur an Karnevalmasken, sie tragen jeden Tag Masken an, meiner Freunde. Ich will nicht großartig viel reden oder so. Ihr habt wahrscheinlich schon im Intro gesehen, was abgeht. Besorgt euch Chips, Meeps, Deeps, Popcorn, lehnt euch zurück und genießt einfach nur dieses Video. Für die Leute, die noch nicht abonniert haben, lasst jetzt unbedingt ein Abo da. Sehr, sehr wichtig. Schaltet die Glocke ein. Demnächst erwartet uns auf jeden Fall ein sehr langes Video, damit ihr Bescheid wisst. Ich wünsche euch sehr viel Spaß. Gülo, geh mal bitte hin. Gülo. Gülo, komm mal bei uns in meinem Live rein, in mein Live. Komm mal Hey, in ich mein. hab dich, warte mal, warte mal. Ja. Jusko hat gerade gesagt, wenn ich dich blocke, dann schießt er mich hoch. Ja, du kriegst Geld. Habt ihr gehört? Jusko hat gemeint, wenn ich dich entblocke, schießt er mich hoch. Ja, nee, schießt er mich hoch, meint sie damit, dass sie dann in dieser wöchentlichen Rangliste höher kommt als Bekir. Guck mal, was sie für Geld macht. Sie scheißt viel Geld auf ihre Ehre und ihren Stolz, Digga. Guck mal, was Jusko und Reneri mit dir machen. Mit Geld haben die dich um den Finger gewickelt, ja. Wallah, sehr, sehr traurig. Sehr, sehr abartig auch. Nur wegen Geld hat sie ihn entblockt. Denk mal nach. Gülo. Wallah, ich glaube, jetzt haben viele Eichecken, Wallah. Okay, danke. Seht ihr? Ah, Junge, ja, Du Walla, liebst was Geld. für Gauner, Walla. Nein, du liebst Geld, Gülo, Wallah. Ja, lieb ich auch, wer liebt kein Geld, Digga. Ja. Ja, du liebst Geld so sehr, dass du sogar deine eigene Familie verkauft hast. Du liebst Geld so sehr, dass du den Kontakt zu deinen Brüdern abgebrochen hast, weil sie ja Casanova suchen. Du liebst so sehr Geld, dass du sogar sehr, sehr eklige Sachen tust. Sehr, sehr abartige Sachen tust. Kleine Mädchen mit involvierst. Gehirnwäsche betreibst. Das machst du für Geld. Nein, wir sind nicht alle so geldgeil wie du. Familie ist wichtiger. Menschlichkeit ist wichtiger als Geld. Merkt euch das, meine Freunde. Nehmt sowas nicht als Vorbild. Ja, das hat nichts mehr mit Menschlichkeit zu tun. Das hat nichts mehr mit Show, Business oder was auch immer zu tun. Dieses Mädchen ist einfach nur fokussiert. Auf Geld. Mehr nicht. Sie lebt und atmet nur für Geld. Du siehst mich nicht mal. Was redest du dann? Auf deinen Nacken. Mach das mal nach. Mal gucken, ob sich jemand für dich interessiert. Mach. Mach. Ich will, dass du machst und gucken, ob zwei Leute dir zu gucken, dann du Geld werden. Was mache ich denn für ein Leute, du Geld werden? Was machst du denn? Was mache ich denn für ein Löwe, du Götterin? Was du machst, du scheißt auf deine Prinzipien, du scheißt auf deine Ehre, auf deinen Stolz, du scheißt auf deine Eltern für Geld. Ja, das machst du die ganze Zeit schon. Und du redest davon, dass irgendein Zuschauer, keine Ahnung, selbst mal live gehen soll und er angeblich noch nicht mal zwei Zuschauer hätte. Ist ja auch so ein Talent, nur auf TikTok Zuschauer zu bekommen. Hat man ja gesehen, wenn so eine wie du das schon schafft, dann schafft das jeder am Nachkrieg. Und ich sag dir das noch einmal, du kannst TikTok nicht mit anderen Plattformen vergleichen. Auf TikTok wirst du einfach überall vorgeschlagen und das ist einfach nur eine Frage der Zeit, bis es bei dir wieder einkracht. Deswegen fühl dich nicht zu sicher. Ich hoffe, dein TikTok-Live-Match ist da. Mach das mal nach, mal gucken, ob sich jemand für dich interessiert. Mach! Ich will, dass du machst und gucken, ob zwei Leute dir zu gucken, dann du Geld werden. Ja, versuch du doch zwei Zuschauer zu bekommen. Lala Menachem, sag ich dir, hat Walk of Fame bekommen in Los Angeles am Menachem. Ja, aber wie will der mir was schicken, wenn ich mit dem Live gehe? Das ergibt keinen Sinn. Der mich verarscht.
Jusko hat mich offiziell verarscht. Offiziell, Digga. Er hat einfach offiziell bewiesen, dass du einfach nur dem Geld fokussiert bist, dass du einfach nur dem Geld hinterher bist und mehr auch nicht. Vor allem du als eine Frau, wie kann man so geldfixiert sein? Ich verstehe es nicht, ja? Es gibt doch viel schönere Dinge als Geld. Es gibt doch viel wichtigere Dinge als Geld. Wie kannst du deine Eltern einfach da stehen lassen, deine Familie stehen lassen, das nur für Geld? Vor allem die hat ihre Familie für eine Summe sitzen lassen. Leute, ich glaube das niemals, nur weil die das irgendwie auf einen Schlag bekommen hat von einem Casanova. Wenn er hat dich Restman gekauft, wollen wir über seinen Fetisch sprechen. Leute, wollt ihr mal wirklich wissen, was für ein Fetisch dieser Casanova hat? Guck mal, der Typ hat eine Beziehung mit Gülo. Oder hatte eine Beziehung mit Gülo. Und er hatte einen Fetisch, er hat sogar dafür Geld gezahlt. Bak, wenn ich lüge, soll Shaitan das in mein Gött reinstecken. Er hatte einen Fetisch. Allah, einfach nur abartig, Bruder. Ja, nee, er bezahlt jemanden dafür, dass er seine Frau, ja, Tschach-Tschach macht und er guckt dabei zu. So ein Fetisch hat er. Wie kann man so ein Fetisch haben, Land? Aber nach dem, denk mal nach, du zahlst Geld dafür, dass deine Frau von einem anderen wird. Ja, das ist doch nicht normal, oder? Zu lesen, Walle, dass die sind alle unter meine Schuhsohle. Bei Gott, ich putz die weg, Digga. Ich sag dir ehrlich, brauchst mir keine... Aber warum redest du so, als ob du so Michael Jackson wärst? Weil wir dich jetzt auseinandernehmen werden. Du redest so, als ob du Cardi B wärst, Justin Bieber wärst, Michael Jackson wärst. Ich bin doch alles in ein. Ich bin doch alles in ein, du kleine Eri. Du bist ein 1,50 Meter. Du bist ein 1,50 Meter, Stulli. Ihr meint das echt ernst, Jan. Rinneri, was geht, Rinneri? Ja, was geht, Rinneri? Was geht, Rinneri? Weil er dir vorher gespendet hat, ne? Weil du einen Babylöwen bekommen hast, hä? Deswegen, was geht, Rinneri? Was geht, Rinneri? Vorher war der noch ein Niemand. Vorher war der noch ein Nobody und du wolltest ihn niemals, ja, in deinen TikTok-Livestreams mit reinziehen. Aber jetzt, was geht, Rinneri, ne? Weil er dem Babylöwen geschenkt hat. Walla, wie käuflich diese Frau ist. Du redest davon, dass Bickel 1,50 groß ist. Ja, ist ja auch. An was redest du überhaupt? Du hast dich von einem Casanova abkaufen lassen. Der Typ braucht eine Leitung, um in sein Auto einzusteigen. Du hast dich von einem 1,58 großen Mann abkaufen lassen. Land, er hat einfach deine Lizenz. Denk mal nach. Ey, guck mal, wir haben ein Hühnchen zu rufen, du, ne? Wir beide? Warte, ja. Warte, was denn? Ich versuche dich mal auf groß zu machen, warte mal kurz. Wie geht das denn? Ich mach das selber, warte. Aschkirm, bitte ne. Allah, 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 da kann ich nicht. Das muss man auch haben, sag mein Jenge. Guck mal, Jenge! Jenge! Jenge, mach uns mal groß. Guck mal, Jusko, ich finde warst du gestern in, warst du Wochenende in Köln? Ja, wie ein Mann. Mit Emanet? Mit Emanet, wallah. Sen, o çocuğla beraber o diskoya mı girdin sen? Hangi, hangisinin? Kimle? O çocuğla. Var ya bir tane. Diese zwei Stück. Nein. Hangi çocuğu? Hani bir tane piç var ja. Also Peach kannst du deinen dritten Stiefvater nennen, Gülo, ne? Und pass auf, wie du sprichst, denn das sind Wörter, die du lieber nicht in deinen Mund nehmen solltest, denn dein armer Sohn wird bald so genannt und das ist die Wahrheit. Das, was die zu deinem Sohn sagen werden, ist einfach die Wahrheit. Deswegen pass lieber auf, was du sagst, denn es gibt hier auch noch Menschen, die Ehre und Stolz haben, weißt du, was ich meine? Die sind nicht wie du und verkaufen sich für Geld oder machen Musikvideos mit für 100 Mücken. Es ist mir egal, wen du hier meintest, ob du ein Kane meintest oder wen auch immer. Sowas gehört sich nicht. Walla, Billa, mit keinem von deinen Feinden... Walla, nein. Warte mal. Mit keinem von deinen Feinden will ich jemals irgendwo hingehen. Wenn ich einen von denen erwische, ich mach die weg. Nein, red nicht hier, aber Walla, nein. Niemals. Walla, niemals, Aschkim. Niemals will ich mit irgendjemandem. Okay, krass. Wen meinst du denn? Guck mal, was sie hier auch noch sagt. Wer hat denn? Und dann hat sie auf jeden Fall ihren Satz abgebrochen. Weil wir auf jeden Fall eine Sache angesprochen haben und sie weiß davon. Sie weiß auf jeden Fall, dass ich das von einer Person weiß, die auf jeden Fall intern mit denen voll am Start ist. Ich habe euch ja erzählt, dass Gülo dafür zuständig ist, jüngere Frauen ja eine Gehirnwäsche zu verpassen, damit sie für einen Casanova arbeiten. Ich glaube, das hat mittlerweile jeder verstanden. Und das ist einfach nur abartig und traurig. Und ich versuche gerade herauszukriegen, wer gesungen hat. Also wer das auf jeden Fall ausgepackt hat. Denn es wird auf jeden Fall sehr, sehr harte Konsequenzen geben. Das wird nicht nur bei einem Video bleiben, das wird sogar, ja, wirklich intern richtig Stress geben. Aber ich freue mich schon nochmal drauf, Gülo. Mal gucken, was passiert. Endlich kommt dein wahres Gesicht raus, ne? Denn deine illegale Geschäfte werden nicht mehr lange laufen. Kann man denn auch so ehrenlos sein und irgendwelche jungen Mädchen Gehirnwäsche geben, Digga? Walla, wie kann man so sein? Passt auf euch auf, passt auf eure jüngeren Geschwister auf. Schützt eure jüngeren Geschwister. Das ist sehr, sehr wichtig, meine Freunde. Es gibt Menschen da draußen, die sind sehr, sehr ekelhaft. Ja, egal. Wo wart ihr in Köln? Nein, Walla, ich war nicht Köln. Meinst du jetzt Wochenende? Oder letzte Woche? Nein, diese. Nein, Walla, nein. Diese Woche war ich war gestern, vorgestern feiern. Also, wo warst du? Hier in Frankfurt, Walla. Wo? Hä, wenn du in Frankfurt bist, natürlich sind wir in Frankfurt. La Louvre und Juice Club. Freitag war ich La Louvre und Samstag, also gestern war ich Juice Club. Aber ja. Ich habe was gehört, du warst auch Frankfurt feiern. Aha.
Ich war ganz kurz drin, Jano, ja. Ich bin ja, mit jemandem hier. Genüm, warst du mit anderen Junge? Du warst mit anderen Junge? Genüm, ich frag dich gerade. Ach so, habt ihr gehört, was sie gesagt hat? Wenn ihr was Falsches sagt, wird sie auf jeden Fall dann was machen. Ich hab euch doch gesagt, Yusko hat auf jeden Fall eine Sache in der Hand, womit er sie auseinandernehmen kann. Und das wird auch bald passieren, merkt euch meine Worte. Nur weil er ihr, keine Ahnung, ein Löwen spendet oder keine Ahnung was spendet, ein Universum, heißt es nicht, dass die wirklich engen Draht miteinander haben. Gülo denkt das wahrscheinlich, aber es ist nicht so. Vertraut mir, Yusko ist nicht dumm. Er macht das schon schlau und geschickt. So, er wird am Ende des Tages eine Güte auseinandernehmen, merkt euch meine Worte. Ich hatte bis jetzt immer recht. Einfach nur abwarten. Entschuldigung, Jenge, Entschuldigung. Nein, war nur Spaß. Ich bin 22. Okay, du wolltest, dass ich dich hochnehme, was, Jani, und jetzt? Weil ich Spaß fangen wollte wegen dieses weißen Ding. Jusko, du weißt, ne, du bist eines der lustigsten Menschen. Ja, ich bin 22, Spioner. Du bist eines der lustigsten Menschen, die ich kenne, aber zugleich bist du der komischste Mann. Ja! Genau. Ja! Komm zurück! Ich will dich auskommen, komm zurück! Denk doch mal logisch nach, wieso geht denn jetzt Gülo live mit einem Yusko, obwohl sie ihn ja voll fertig gemacht hat im Livestream und ihn überall geblockt hat und meinte, dass er ein No-Name ist und sie ihm keine Chance mehr gibt und was auch immer. Ja, richtig, weil Yusko ihr Löwen schenkt. Denk mal nach, wegen Löwen! Also Gülo, ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr krass, abartig, so, ne, wie du auch noch so tust, dich auch noch dumm stellst. Aber nachher, das Ding ist, sie hat wirklich nichts in der Birne und macht es noch schlimmer. Wir alle wissen, dass du ihn entblockt hast und wieder mit ihm live gehst, weil du ganz genau weißt, er hat Geld und er wird dir auch wieder was spenden und er wird dich auch wieder in die wöchentliche Rangliste schießen. Denkst du nicht mal ein bisschen daran, was die Leute von dir denken? Vor allem bei so einer Aktion. Bitte. Ich will dich, Gülo. Komm zurück. Ey, Gülo, ich kann das nicht mehr mitmachen. Jeden Tag. Walla, ey, der Gülo, liegt nicht Aschkom, mit ihm, ja. Komm zurück, Gülo. Ich geh doch kaputt Gülo, neben dem, zurück. Ja, wenn du nicht zurückkommst. Aschkom, Gülo. Ich komm doch kaputt. Heute wieder mit Taxi, Gülo. Gülo! Komm zurück. Bonnie und Clyde, wir sind Bonnie und Clyde. Aber warum schreist du, Gülo, Lam? Du kommst nicht zurück, ich sag, wie ein normaler Mensch, Gülo, du weißt. Gülo! Komm jetzt zurück, Aschkom. Komm zurück. Der kämpft wie ein Löwe, Walla. Aber dich hat jemand, guck mal, dich hat jemand etwas gefragt gehabt, weißt du noch? Was dich hat was? Jemand gefragt, ne, ein Dudi hat gefragt sogar. Dudi meinte, würdest du die heiraten? Du so, nein. Ja, ey, wann hast du sowas gesagt? Okay, warte. Jetzt mal Hand aufs Herz, Bruder. Als ob Yusko dich heiraten würde. Wer wird dich heiraten, ja? Guck mal, was du machst. Guck mal, wie du dich zeigst. Null Menschlichkeit, null Ehre, null Stolz. Natürlich alles nur Spaß, alles ist nur Humor, ne? Das liegt natürlich im Auge des Betrachters. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Was hast du denn? Womit beeindruckst du uns denn? Ehre hast du nicht. Benehmen hast du nicht. Bildung hast du nicht. Stolz hast du nicht. Du hast wahrscheinlich sogar einen Jarak an meiner Rübe. Alla Billa, es geht noch nicht mal ums Aussehen, ne? Scheiß mal auf Aussehen. Wäre sie menschlich gut drauf? Wäre sie nett? Hätte sie einfach irgendwie keine Ahnung, wäre die mal sympathisch, Digga. Dann könnte man doch sagen, guck mal, das ist ein Grund, sie zu heiraten. Sie hat Menschlichkeit, die ist sympathisch. Sie ist einfach ein Mensch. Aber haben wir noch einen Bilbokjok? Okay, sorry, ja, wir haben es letztes Mal geklärt, Tamar. Du hast schon mal was fragen. Jenge, guck mal, kennst du diese Videos, Boyfriend Creation, diese, wo die Boyfriend diese Ding machen? Dodo, Sanano, die haben wir noch im Sende. Du hast das Dodo, Sende, Saman, Achilden, Love. Dodo, sein Nesamon atschilden, Lan? Lass, Sitter geht, Lan, red anständig, ja. Was los, ja? Walla, was los? Nicht mal Männer reden so, ja? Red doch anständig. Ich denke wirklich, damit sammelt die Sympathiepunkte. Red doch wie ein Mensch, ja. Jenge! Ja, Jenge, nein, warte mal, wie geht's mit deinem Jenge? Walla, okay, Jenge, heute sage ich es. Zurück jetzt, Walla. Jenge, ey. Aschkom. Ich verliebt dich auch. Aschkom. Ja, Aschkom, Demme, ja. Tamam, okay, es ist dir, Vitane. Ey, Bekir ist einfach über mir in Rangliste, der kleine Eiri. Wo? Auf Platz 75, der kleine Hund. Und du? Ja, 83. Walla, schaut euch das jetzt genau an, ja. Hört genau hin, was sie jetzt gleich sagt. Walla, ich scheiß auf diese wöchentliche Rangliste, aber Walla, Bikir soll überall höher sein als du. Bikir, that's Bikir, der Augenbrauen, Augenbrauen-Mafia. Der soll über dir sein, egal wo, ob's bei FIFA ist, Amenachkoim, ob's bei Tipico ist, Amenachkoim. Der soll über dir sein, ist mir sowas für scheißegal. Guck mal, wie neidisch sie ist, ja. Heutzutage kannst du nur noch flexen mit wöchentlicher Rangliste. Walla, du kannst heutzutage diese Leute einfach nur beeindrucken mit wöchentlicher Rangliste. Merk, denk,
Allah, was für eine Welt leben wir, Land? Stellt euch mal vor, ne, an diese ganzen Zuschauer. Unsere Eltern hätten sich damals so kennengelernt über TikTok und so. Bruder, denk mal nach, ja. Töbe ist doch frullah. Was ist das für eine Generation, ja? Nein, lass doch mal. Wer ist da? Ja, ich schick dir gleich was. Schick doch mal ein Universum. Sag Allah, du schickst mir was. Sag mal, du schickst mir was. Der soll dir so ein Jarak schicken, ne? Wallah, das Ding ist, dieser Yusko, ne? Der weiß auch nicht mit seinem Geld wohin und der spendet ihr wirklich. Guck mal, ab heute, wir machen ein Gesetz. Für Bestafla, wer sind wir? Ab heute, wer eine Gülu supportet, egal auf was für einem Weg, ist meiner Meinung nach menschlich ganz tief unten und trägt Tangas. Junge! Nein, soll ich über Bäckchen machen heute? Ich mach nein, nein, nächste Fight mit Bäckchen. Warte doch mal, warte mal. So, ja, aber nicht so lange, Mann. Also ich mach dich über. Ist der dein Ex? Ja, das ist meine Ex-Freundin. Sie schämt sich zwar für mich. Chill doch mal ganz kurz, Bruder. Aber ich mach dich jetzt über Bäcker, ja? Wann? Ja, du bleibst kurz live. Ja, mal ein Wort, ein Mann, ein Wort, ein Mann, ja. Tschüss, das weiß sie doch sowieso. Ja, nee, ein Wort, ein Mann, ja. Ja, ich bin mal gespannt. Jenge, warte, mach ich nicht. Wir sind gespannt. Jenge, ich bin warte, da. Mach ich nicht? Was? Mach ich nicht? Keine Ahnung. Okay, bleib live. Okay, aber folgst du mir dann zurück? Ja, folge ich, komm. Tschüss. Tschüss. Guck mal, Walla, wie peinlich, ja. Walla, wie ekelhaft, ja. Zuerst beleidigt sie ihn überall, wo sie nur kann, nennt ihn No-Name und was auch immer, dass er nichts nutzt ist. Und jetzt, guck mal, für Geld hat er sie um die Finger gewickelt. Wie kann man denn so geldgeil sein? Ich versteh's nicht. Walla, das ist ja noch nicht mal das schlimmste Problem. Das schlimmste Problem ist, dass sie einfach zu kleinen, jüngeren Mädchen geht und versucht, sie zu überreden, versucht, Gehirnwäsche zu betreiben, um sie auf jeden Fall in einem Business einsteigen zu lassen, was nicht so legal ist. Und das ist das, was sehr, sehr schlimm ist. Mehr Geld nimmst jetzt? Ja, du Junkie, halt deine Fresse. Na, Wallah, ich hab so gehört, dass du jetzt hier billige 50 Euro Rap-Videos machst, sondern mittlerweile mehr. Ja, ja, ja! Yemin ediyorum. Okay, stopp. Abschauen wir gerade görmedim, amına koyayım. Junge, welches Film bin ich hier gelandet? Was? Du bist 1,50 Meter, du bist Abschaum. Gerade, du bist in Sickischfilm gelandet, Prada. Ich stell mir mal kurz vor, das ist die Guelo, die wo Fame und Geld alles macht, dass du mal so einen Anblick hast. Die wo wirklich bei jedem unterwegs ist, wo wirklich ja, kein Ehre und Stolz, eigene Eltern sogar rausgeschmissen haben. Ja, deswegen bin ich in meinem Bett, okay. Dass, da, und dann hat die auch in mein Bett gekackt, ne? Das ist kein ja. Bett. Zeig doch mal das Wohnungshof. Zeig mal dann, ob das Obdachlosenheim. Ich zeig doch mal komplett so, mach mal, wie ich so rumtue. Mach mal. Junge, was juckt dich meine Wohnung? Bist du krank? Ach so, jetzt auf einmal, was juckt dich, wo ich wohne? Ach so, steh doch auf und zeig doch mal, wo du wohnst. Lauf doch mal im Kreis rum. Aber wenn du in einem Hotel drin bist, dann machst du auf jeden Fall Roomtour, ne? Aber in deiner eigenen Wohnung machst du keine Roomtour. Sehr, sehr stark auf jeden Fall. Lass den Obdachlosen Ding wohnen. Sag Walla Billa, schwör auf deine Mutter jetzt. Walla Billa, du wohnst dein Obdachlosen Ding. Ich schwör dir, du wohnst mal da, bei Freunden, mal bei Sarah Sarita. Ohne Sanaya, wo ich bin. Wo dein Herz begehrt, wo du obdachlose Frau aufgenommen wirst. Wo du aufgenommen wirst. Sanane. Ich sag doch nicht, ich kläre nur die Leute auf, was du... Er kommt einfach nicht auf meinen Kopf, klar, das ist das Problem. Deswegen rede ich doch. Ich nehme den gar nicht ernst, bei Gott. Digga, Gott sei Dank haben die Leute damals gesagt, du bist die... Gefährlichste Frau, du hast einen 15-Minderjährigen versucht zu satt machen. Du bist die gefährlichste, du bist so, wo du bist. Du würdest in 5 Minuten Leute verkaufen. Deswegen bist du einsam und alleine. Deswegen wirst du Gott sei Dank nie Erfolg haben. Nie. Guck mal bitte, wie kindisch sie drauf ist. Sie kommt einfach nicht auf seine Aussagen klar. Wallah, ich weiß ganz genau, der hat recht. Alle Engel hat recht. Kann gar nichts machen. Ungepflegt. Boah. Kleiner Junkie, kommt auf Kopf nicht klar. Kleiner Junkie ist der. Junge, ja, auf jeden Fall, jeder kommt auf deinen Korb nicht klar, ne? Ob es ein Kane ist, ob es ein Yusko ist, ob es ein Renerie ist, ob es ein Engel ist, alle kommen auf deinen Korb nicht klar. Lan, was für Korb? Du hast einige Tage bei Engelgesicht gewohnt, du warst bei denen zu Hause. Ne, wer hat wen gekorbt? Allah, du denkst wirklich, du bist ein Superstar, komm mal wieder runter auf den Boden. Ihr denkt alle, wir machen ihm Spaß, ne? Diese Frau ist gefährlich, sie sucht sich extra Jüngere wie eine Sarah GBS und versucht die dann in ein Business mit einsteigen zu lassen, was einfach nur abartig ist, ja? Zusammen mit Casanova auch noch, passt einfach auf. Da du ja gerne immer noch das H-Wort verwendest bei jedem, reden wir mal über deinen
ein Ex-Beruf, ne? Ups, habe ich hier noch ein Bild gefunden. Sehr, sehr stabil auf jeden Fall. Hier war sie auf jeden Fall noch aktiv in diesem Business. Und ja, guck mal aber, wie süß die hier noch war, Alter. Guck mal, da war die noch ganz unschuldig und süß. Jetzt haben wir nach Koim der G. Bune, Lana, meiner Koim, die hat einfach Photoshops Mutter genommen, Lan. Bruder, Bune, ja. Du redest ja mal davon, dass jeder, der gegen dich schießt, ein Haarsohn ist und was auch immer. Was ist denn eigentlich mit deinem Sohn? Du hast auch mal einen Sohn erwartet, oder? Ich glaube sogar von Casanova, kann das sein? Alle eigentlich richtig eib, dass man darüber spricht, aber du lässt uns keine andere Wahl. Jetzt gerade eben hast du sogar noch irgendwas Peinliches in deine Story gepostet, was gar keinen Sinn ergibt, weil du einfach, keine Ahnung, mit deinem Kopf wahrscheinlich noch nicht so weit bist, mit deinen 22 Jahren, was sehr, sehr traurig ist. Andere in deinem Alter sind schon verheiratet, stehen mit beiden Beinen im Leben und du hockst von A nach B und hast dein Zuhause immer noch nicht gefunden. Du bist die Letzte, die mit irgendetwas flexen kann. Und jetzt könnt ihr sie auf jeden Fall in ihren Livestream fragen, was mit ihrem erwarteten Sohn eigentlich ist. Leute, macht eure Augen auf, supportet nicht mehr so ein Mädchen und Jusko, hör auf, ihr zu spenden, hör auf, ihr irgendwelche Löwen zu geben. Und alle da draußen, hört auf, eine Güte zu supporten, spendet lieber an Menschen, die es wirklich nötig haben, die wirklich auf diese Hilfe angewiesen sind. Spendet lieber an die anstatt einer Gülo. Ab heute in meinen Augen, wer eine Gülo spendet, trägt Tangas und kackt im Stehen an, Menachem. Ja, nee, es wird immer schlimmer und schlimmer. Es wird einfach schlimmer und schlimmer mit denen. Die Leute schreiben mir, ey Bro, bitte bring eigentlich Finale 4 raus. Leute, wenn ich wirklich Finale 4 jetzt rausbringen würde, das würde auf jeden Fall in eine Sache eklig eincrashen. Ihr versteht jetzt gerade wahrscheinlich nicht, was ich sage, aber ich warte nur auf einen bestimmten Move und denkt an meine Worte. Gülo wird demnächst einen Move machen, ja. Ich hoffe, sie wird diesen Move machen. Und dann ist Finale 4 schneller da, als ihr gucken könnt. Ich küsse eure Augen, ja, um Finale 4 nicht zu verpassen und auch demnächst die ganzen Videos nicht zu verpassen. Lasst jetzt ein Abo da, für die Leute, die noch nicht abonniert haben. Ganz, ganz wichtig, Abo da lassen, schaltet die Glocke ein. Was ist denn eure Meinung? Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Lasst ein Like da, passt auf euch auf und haut rein. Ja, stimmt, Lejanko hat mich hochgepusht. Doch was wäre Social Media heute ohne uns? Ganz am Rande, wir haben uns nie hochgelutscht. Deshalb ist die neue Milli zwischen Bauch und Hosenboden.